Stille. Okay. Da ist er. Da ist King Dedede. Ist er an allem schuld? Er schläft noch. Ist er am Tagträumen oder was macht er? Oh, 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 oh. Kann natürlich auch saugen. Deshalb müssen wir aufpassen, was wir gegen ihn machen. Er schläft. Aber heilt sich dadurch nicht, oder? Ich hoffe nicht. Okay, ey. Komm her, du alter Sack. Ich kill dich jetzt eben easy. Bam. Oh, weil. Fuck. Komm her. Bam. Doppelter. Okay, wir machen richtig wenig Damage. Vielleicht wäre eine Fähigkeit besser gewesen. Oh, ich habe das Gefühl, er sagt uns jetzt wieder ein. Nein, macht er nicht. Okay, tut mir leid, dass ich mich gerade so schlecht anstelle. Das ist nicht gewollt gewesen. Und jetzt ist er auf Hälfte, deshalb ist er wütend. Wie lange saugt der? Oh Gott. Was? Das hat getroffen? Oh Gott. Das wird schwer. Okay, ist nicht mehr sauer. Nein, das hat mich getroffen. Okay, ich bin richtig schlecht in diesem Kampf. Oh, oh Gott. Dammit. Das sollte so eigentlich ja nicht ablaufen. Oh, oh. Er ist böse. Auf mich. Was habe ich denn gemacht? Ich versuche doch nur, die Welt zu retten. So wie immer. Ja, sag da hinten mal schön. Oh. Okay, hätte ich das gewusst, ne? Ich habe ein Leben, das überlebe ich nicht. Oh. Nein! Okay, wir haben 18 Leben insgesamt. Das kriegen wir hin. Einfach weiter versuchen. Jetzt weiß ich auch, was auf mich zukommt. Das ist immer so bei mir. Erstes Mal bei Kirby Bosskampf machen. Ich sack richtig. Danach weiß man ja, was auf einen zukommt. Ich mag das nicht, wenn er mittig ist, weil ich nämlich nicht, wo ich stehen soll. Nein, nein, nope. Bye, bye. Bye, bye. Komm, Schlag. Bam! Bam! Das macht doppelten Damage. Das finde ich sehr, sehr nice. Er schläft. Warum schläft er? Oh, er schmeißt den Hammer. Ich wusste nicht, dass du Bowser nachmachst. Und ein Hammer, Bruder. Bam. Er macht mir Angst. Komm, ich hoffe, wir werden danach geheilt, wenn wir besiegt haben. Gott, ich bestelle mich echt schlecht an. Es tut mir leid, Leute. Ich muss mich verbessern. Bam! Er hat noch 5 Leben. Ich habe noch 3. Oh, er ist wieder wütend. Das mag ich überhaupt nicht, wenn er wütend ist. Bam! Perfekt. Oh, oh. Nein, das habe ich schon gewartet, dass das passieren wird. Alter, wieso kann er zweimal hintereinander angreifen? Das ist unfair. Och, come on. Ich konnte nichts machen. Ich konnte nicht angreifen. Ich konnte mich null bewegen. Das war... Okay. Das fand ich jetzt richtig nett. No, no. Komm her. Was? Wieso droppst du nichts? Oh. Habe ich mich jetzt schon treffen lassen. Das wird nicht so gut aussehen. Komm, wir fahren. Hat schon die Luft auch einsaugen. Das ist mir egal. Bam! Okay, er macht den Hammer in der Nähe sein. Oder so machen. Oh, als ob diese kleinen Sternchen, die vom Hammer kommen, mich auch noch killen können. Wie dumm ist das denn bitte? Tut mir leid, das finde ich einfach... Das finde ich auch ziemlich dumm. Nicht nur von meiner Seite aus, dass ich mich treffen lassen habe, sondern auch von der Seite aus, dass der mich da noch überhaupt noch treffen konnte. Jetzt stirb! Verdammt. Er lebt noch. Was macht der da schon wieder? Alter, wieso... Boah, ich brauche dringend eine Heilung hier nach. Bitte kriege ich hier noch eine Heilung. Weil das kann nicht sein. Ich glaube nämlich nicht, dass das direkt der Endboss ist. Ich glaube, hier da kommt noch irgendwas. Nein, ich wollte. Ich bin gesprungen. Vielleicht hat man es gesehen. Vielleicht auch nicht, aber ich. Bin gesprungen. Okay, ich glaube, wir machen eine komplette neue Folge raus. Solange wie das hier dauert. Alter, ich sag einfach bei Dididi. Das kann nicht sein. Komm schon. Ah, shit.
Ich stelle mich super schlecht an. Komm, wir fahren. Perfekt. Bam. Und ich fliege. Und ja. Nein. Ah. Müll. Einfach nur Müll. Oh nein. Nein, ich bin gesprungen. Ich bin gesprungen. Okay, das wird sowieso wieder nichts, oder? Ich bin gesprungen. Ey. Jetzt kriege ich aber richtig die Aggression hier bei dir. Mein Freund. Fliegen, fliegen. Und jetzt kann ich noch angreifen, aber ich kann nicht mehr ausweichen. Ja, es bringt nichts mehr. Er killt mich jetzt wieder. Ja. Scheiße. Ich glaube, ich muss mir mal Checkpoints machen. Das ist ja echt schwer. Mhm. Yes, bam. Das macht 2 Damage. Das ist sehr schön, wenn er die Staffattacke macht. Weil die kann ich normalerweise mich ausweichen. Normalerweise. Mhm, ich habe schon gedacht, dass du saugen möchtest. Zack. Ja, jetzt war die Staffelattacke. Perfekt. Doppelt. Okay, jetzt läuft es viel, viel besser. Nein. Das war die Attacke. Ja, das muss man natürlich auch bedenken. Dass man manchmal eine andere Attacke macht, als man denkt. Bam. Wow. Ich möchte mir jetzt unbedingt einen Savepoint setzen, um ehrlich zu sein. Bam! Bam! Okay, jetzt läuft super. Bam! Wer braucht schon Savepoints, wenn man den Skill besitzt? Moment, noch nicht sagen, Mike, noch nicht sagen. Noch hast du nicht gewonnen. Ein Hit hat er noch, ein Leben hat er noch. Und... den verliert er jetzt! Und nun können wir die Rainbow Drops benutzen, um eine ultimative Waffe herzustellen, um das wahre Böse zu vernichten. Das Rainbow Schwert. Gegen! Das, was eigentlich an allem schuld ist. Es war nicht King DDD! Es war das Ding! Und ich werde extra mal kurz saven. Ich hoffe, das ist nicht schlimm für euch. Wenn der Muslim, ansonsten, wenn ich jetzt hier verlieren sollte, ist sehr, sehr einfach der Kampf hier. Aber falls ich verlieren sollte, müsste ich halt King DDD nochmal neu machen. Und da habe ich keine Lust zu. So, was man hier machen muss, ist diese Bälle auf ihn zurückschleudern. Ansonsten kann man auch seinen Rücken angreifen, so zum Beispiel. Und ich bin zu gut geheilt worden, das ist sehr, sehr nice. Scheiße, ich lasse mich viel zu sehr treffen. Bam. Also war es eigentlich ziemlich einfach. Am besten konzentriert man sich aber. Und genießt die Musik. Mhm. Jetzt macht er seinen Link-Schwertlaser. So, wenn er zurückfliegt, kann man ihn auch nochmal angreifen. Der Kampf dauert ein bisschen. Aber ich finde den Kampf ziemlich cool. Wow. Mhm. Jetzt ist Gleichstand. Bam. Nice. Komm, schieß nochmal. Nein, nicht das. Oh, das mag ich überhaupt nicht, wenn er das macht. Verdammt. Jetzt läuft schlecht. Jetzt läuft sehr, sehr schlecht. Obwohl. Er ist fast tot. Komm schon. Ich leider auch. Oh Gott. Was mache ich? Was mache ich? Bam. Ein Leben hat er noch. Yes. Nein. Das hat nicht gezählt. Aber jetzt. Nein, auch nicht. Was? Manchmal macht das keinen Damage? Okay, mach Ball. Nein, nein, nein. Wow. Ball. Bitte mach Ball. Mach Ball. Oh, 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 ein Leben. Du bist doch gemein! Er macht das extra! Mach den Ball! Er macht den Ball nicht. Ich hab das Gefühl, der will, dass ich ihn von hinten angreife. Jetzt macht er den Ball! Nein, falsche Richtung! Warum machst du ihn da weit hoch?
mich vor ihm verstecken. Sollte vielleicht einen Safe-Point setzen, oder? Oder? Nein, er ist tot! Oder? Ist er das? Nein, ist er nicht. Das ist der wahre Endboss. Ja, drei Phasen hat dieser Kopfkampf. Dann wird zwar nach DDD geheilt, aber... sowas passiert sehr gerne. Und wo lande ich dann? Dann lande ich wieder bei ihm. Und deshalb möchte ich kurz versuchen, ob ich diesen Kampf überhaupt ohne Hit schaffen könnte. Ohne Ahnung zu haben und sonst was. Man muss ihn einfach... ich glaube, man muss ihn einfach nur... ah, verdammt. Ausweichen und dann die ganze Zeit angreifen? Oh Gott, was? Wie soll ich denn da ausweichen? Moment, muss ich nicht da draufschlagen? Hm? Moment, lass mich mal kurz experimentieren. Ich kenne diesen Kopfkampf selber noch nicht so ganz. Ja, doch, ich glaube, man muss die ganze Zeit auf diese Dinger schlagen. Nicht in ihn reinlaufen, Mike. So ein bisschen Spam. Aufpassen, der fliegt nämlich auch. Okay, komm. Ah, nicht in ihn reinlaufen. Moment, mache ich überhaupt Damage? Ach, Moment, ich habe eine Idee. Ah, okay. Ich mache nur Damage, wenn ich die Dinger auf ihn zurückschleudere. Wow. Wow, das mit einem Leben ist sehr schwer. Ich vielleicht... oh Gott, meine Augen tun mir weh bei dem Background. Meine Augen tun mir weh bei dem Background. Oh Gott. Oh Gott. Ich habe nicht mal getroffen? Was war das denn für eine Bewegung? Wie so eine Spinne. Alter. Was ist das denn? Ja, was war das denn vor allem? Leute, ihr wisst ja was. Ich glaube... da ich den Bosskampf wahrscheinlich ohne Hit nicht schaffen kann, müsste ich vielleicht den anderen Bosskampf nochmal neu machen und da so lange spielen, bis ich es richtig hinbekomme. Ja, das werde ich machen. Okay Leute, ich habe etwas Cooles herausgefunden. Während er nämlich seine Attacke auflädt, seine Ballattacke, womit ich ihn dann zurück angreifen kann, kann ich ihn schlagen und doppelten Damage machen. Jetzt zum Beispiel. Egal, jetzt ist er tot. Aber gut zu wissen. So, jetzt habe ich zwei Leben. Das ist auf jeden Fall besser als vorher. Die hätte ich jetzt schon wieder fast verloren. Okay. Am besten hinter ihm angreifen, tatsächlich. Oh mein Gott, ich habe richtig viel Damage gemacht. Wie habe ich das denn geschafft? Wirklich sehr, sehr seltsam. Ich mag das überhaupt nicht, wie er sich bewegt. Aua! Darf ich safe staten? Ja, das ist aber sehr nett von euch, dass ihr mir das erlaubt. Weiß ich ihn überhaupt benutzen werde. Ich möchte die Sicherheit haben. Genau wegen so einer Kacke. Weil ich kenne den Kampf noch nicht und wenn ich jetzt hier die ganze Zeit verliere, dann kann ich den Kampf nicht lernen und das mag ich nicht und ich würde ihn gerne lernen. Ach stimmt, man hat hier ein Zeitlimit übrigens. Und ich glaube, man muss ihn jetzt ganz schnell angreifen, oder? Nee, ich mache ihn hier keinen Damage. Vielleicht, wenn er jetzt hier seine Dinger verliert. Genau, wenn er jetzt hier so rennt. Nee? Nein. Seltsam, aber ihr seht schon im Hintergrund, wir gehen gerade nach unten. Wenn er unten angekommen ist, haben wir verloren. Und deshalb habe ich gerade Angst, weil hier unten sieht man schon ein bisschen was vom Grünen. Hör mal auf, mich umzubringen. Meine Güte, das wird auf jeden Fall eine einzelne Folge. Bosskampffolge. Alter, ist das schwer für mich. Mach ich irgendwas falsch? Wow! Ey, komm, das ist doch eine unfaire Attacke. Ich habe das Gefühl, irgendwas mache ich auf jeden Fall falsch. Hey, ist auch so seltsam. Ich verstehe den Bosskampf nicht. Renn aber bitte nicht in ihn rein, Mike. Nee, ich verstehe den Bosskampf wirklich nicht. Ich check ihn nicht! Mhm. 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 Jetzt kommt wieder hoch. Aufpassen. Okay, das verstehe ich nicht. Er schießt. Okay, warte. Er schießt schräg von oben links nach unten rechts. Merkt ihr das, Mike? Von oben links nach unten rechts schießt er. Sehr seltsam. Das heißt, ich bleibe jetzt einfach hier. Hier wird er mich nicht abtreffen, oder? Oh, er trifft in alle Richtungen. Hä? Okay, den Boss verstehe ich überhaupt nicht. Was muss ich denn hier in seiner nächsten Phase machen? Ja, das ist übrigens der letzte Boss. Ach, ist es wirklich. Ah, jetzt geht's wieder. Oh, nein. Oh, jetzt geht's wieder. Jetzt kann ich ihn wieder angreifen.
Aber wir sind fast da, wir sind fast da. Scheiße. Wir müssen ihn schnell umbringen. Oh Gott, warum mache ich jetzt auf einmal nicht mehr so viel? Okay, das verstehe ich. Okay, ich verstehe diese Blitzattacke überhaupt nicht. Einfach hinter ihm bleiben? Aber warum kann ich denn das nicht angreifen? Das finde ich auch ein bisschen unlogisch. Okay. Ich habe gar nicht getroffen. Null. Nicht einmal. Na. Oh. Gott, ohne diesen Safe State würde ich, glaube ich, komplett ausrasten. Ja, seht ja. Ich komme überhaupt nicht klar mit dem Boss. Die anderen beiden, die gehen fit. Der hier? No. No, mein Freund. Mhm. Gut. Komm. Nein. Nein. Okay. Wisst ihr was? Ich mag gleich dann noch ein Safe State. Tut mir leid, dass ich jetzt im Safe State arbeiten muss, aber der Boss geht mir gerade einfach auf die Nerven. Und ich habe jetzt keine Lust, eine 2-Stunden-Folge zu machen. Okay, ich übertreibe, aber trotzdem. Yes! Wir fallen vom Himmel. Und haben das Böse vernichtet. Mit dem Regenbogenschwert. Und damit, Leute, sage ich adieu, denn das war Kirby's Dream Land 2. Ich hoffe, euch hat dieses Let's Play gefallen. Mir hat Spaß gemacht, auch weil ich gerade ein bisschen genervt gewirkt habe. Mir hat Spaß gemacht. Ich war nur sehr frustriert gerade bei dem Kampf. Aber der Schlüssel bei dem Kampf ist bei King DDD ein bisschen ausweichen, war abwarten. Bei der zweiten Phase mit dem Ritter, diese Ritterform, immer am besten immer dann drauf schlagen, wenn er diese Kugel schmeißen möchte. Dann kriegt er nämlich doppelten Damage. Und das bei der letzten Form, auf jeden Fall habe ich dazu gelernt, am besten von hinten angreifen, wenn es überhaupt geht. Wenn nicht, dann müsst ihr von vorne. Aber am besten versuchen, mit den Dingern auf ihn drüber zu schleudern. Und damit können wir nun einen Regenbogen erstellen. The End. Aber Leute, das ist actually noch nicht ganz das Ende. Denn es gibt einen geheimen Boss-Rush-Modus, den ich auch noch machen könnte. Soll ich den machen? Vielleicht mache ich den, aber auf jeden Fall für die Story ist es vorbei. Wir haben die 100%, wollte ich sagen. Wieso haben wir nicht 100%? Wir haben doch überall die Rainbow Drops. Okay, uns fehlen anscheinend irgendwo irgendwas. Okay, cool, ich habe gerade erfahren, wie man die 100% bekommt. Um es kurz zu fassen, die Bonus-Bosskämpfe muss man alle No-Hit schaffen. Ich weiß nicht, ob die richtigen Bosskämpfe da auch noch dazu zählen, aber ganz ehrlich, ich habe nicht vor, eine No-Hit-Run zu machen. Deshalb werden wir hier bei 94% einfach bleiben. Ihr wisst dann zumindest, wie man sie bekommt. Dieses eine Blob Girl oder wie auch immer die heißt. Ich glaube, die heißt Blob Girl oder so. Ich habe keine Ahnung. Die nach Gooby kommt auf jeden Fall. Die zählt anscheinend auch für 1% dazu. Also seid gewarnt. Ihr müsst auf jeden Fall zweimal Gooby einsammeln. Hintereinander. Dann wird nämlich Gooby zu einem Mädchen aus irgendeinem Grund. Nein, keine Ahnung. Auf jeden Fall war es das hier. Vielleicht machen wir noch einen Boss-Rush-Modus. Ich weiß es nicht. Das sollte es hier gewesen sein. Ich hoffe, es hat gefallen. Wir sehen uns vielleicht bei Kirby's Dream Land 3 wieder. Bis dahin und ciao, Leute.